Das Game vom Kasse hat sich wieder verstellt. Wie genau meinst du das? Sollte aber trotzdem alles glatt laufen, oder? Schauen wir mal. Wir gehen rein, Jungs. Ah, der Kaufverlay ist da. Aber nicht, machen wir einfach ohne. Passt auch so. Wir gehen rein in die POV von Chiro. Auf der Seite von Striker Union. Direkt mit einem U-Push. Wir sehen zwei Leute von Außenseiter direkt on time. Aber Chiro hier mit einem Big Two-Piece. Hat anscheinend echt Bock auf die 40-Bomb. Late Headster, der leider den Teamkill holt. Aber auch Spear raustradet. Somit liegt der P1 Stand jetzt immer noch bei Striker Union. Aber Außenseiter, die ja auch gut Stress machen. Über Statue, über U. Ich muss sagen, Striker macht das ja im ersten Hill echt stark. Haben auch die Spawns geflippt direkt. Ging echt wirklich sehr schnell. Und ich würde sagen, für die Jungs sieht es jetzt für den nächsten Hill echt gut aus. Bei Law da hinten. Watch die Statue Rotation. Chiro hier wieder mit einem Big Two-Piece. Also keine Ahnung, was ihr dem Mann gegeben habt, aber hat gute Shots am Start auf jeden Fall. Wir sehen hier Außenseiter. Rotiert über Poolside. SJ, der einen ziehen kann, hinten auf Rotation. Letzter noch live, wird von SJ auch rausgetradet. Drei Down auf der Seite von Striker Union. Bin da hinten Chiro Last Alive. SJ wieder mit einem Two-Piece, mit einem. Ah, kriegt den Pick nicht. Wird von Rook rausgeholt. Somit jetzt die Hill Control bei den Außenseitern, aber wir sehen Striker Esports. Striker Union. Spawns sehr close. Sehr umkämpft hier die restliche Scrap. Wir sehen Striker Union hier schon wieder mit der guten Rotation. Auch mit den Spots für Next. Hetzer mit einem guten Hacklitch wird da aber von Spear richtig rausgegannt. Ist jetzt sehr knapp. Und obwohl die Rotations von Striker Union, würde ich mal sagen, besser ist, kann hier, könnt ihr die Außenseite auf jeden Fall bis jetzt mehr Punkte rausholen. Dann die Hills hier gut zu breaken auf jeden Fall. Jetzt Four-Man's Team Swipe. Striker Union, die hier Außenseiter komplett rausnehmen und jetzt hier auf Statue spawnen und versuchen, die Spawns von hinten zu breaken. Zu dritt sogar. Chiro hinten im Heady. Versucht den Break irgendwie zu verhindern. SJ, der den Pick ziehen kann. Mit dem zweiten. Bruce on Burger wird auch rausgezogen. Jetzt Chiro hinten Last Alive, kriegt einen. Kriegt SJ leider nicht. Und somit liegt die Scrap hier auch wieder bei den Außenseitern. Zusätzlich mit den Spawns hier oben auf Burger. Eigentlich gut gesetzt für Next. Boah, und SJ hier echt gut am Start mit einem 13-4 auf Hera Streak. Wird leider aus Streak geholt. Guckt, der aber am Start ist für den Trade. Spawns und Hill liegen weiter bei den Außenseitern. Guckt, der da ein bisschen Timing kassiert. Weil der ist jetzt über den Flank versucht. Und ich glaube, Spear ist da alleine mit SJ on time. SJ schon ausgehittet. Muss aber auch sagen, die Jungs von Striker Union machen das auch stark. Wenn jetzt Bruce hier noch ein bisschen in die Map reinkommt, dann könnte es auf jeden Fall ein closes Ding werden. Auch Chiro hier richtig stark. Hier gefühlt so ein Battle zwischen Chiro und SJ. Einmal mit 12-7 und einmal mit 16-5. Aber SJ, der hier wirklich sehr heiß in die Map reinstartet. Wir sehen Rook auch auf einer fairer Streak und bringt irgendwie nur Pech. Wurde nämlich direkt rausgepickt auf der Streak. Aber SJ ist still alive. Mit den Spawns für P5, mit der guten Rotation. Wir sehen Chiro da unten. Unten on Stairs. Bruce oben on time. Chiro mit einem Pick. Wird aber verdammt eklig jetzt für Striker Union das irgendwie zu halten. Und Bruce und Wylord jetzt beide down gehen. Der hier noch hinten im Spawn. Kann den Pick an SJ noch nicht ziehen und kriegt auch schlechtes Timing da rein. Und somit spawnen jetzt hier Striker Union komplett out. Und die Aussicht auf den P5 wird immer schlechter, würde ich sagen. Er ist ja hier auch gut am Outslayen. Mittlerweile 19-7 der Mann. Chiro, der da so ein bisschen entgegenhalten kann. Ich glaube, das wird aber nur was,
Und das restliche Team von Striker Union jetzt hier versucht noch ein bisschen mitzuziehen. Grab Time geht auch wieder an die Außenseite. 150 Punkte Marke jetzt geknackt. Ungefähr 100 Punkte Abstand jetzt hier nach dem Hill für die Next Rotation. Aber neue Rotation, neues Glück. Striker Union, die es eigentlich am P1 und am P2 super stark gemacht haben, dann wieder ein bisschen nachgelassen haben. Ryler hier mit einem Two-Piece. Wir sehen Ryler auf einer 5er-Streak, Spear auch auf einer 5er-Streak. Ich merke gerade, ich unterhalte mich hier die ganze Zeit über Sets, aber die stimmen vermutlich sowieso nicht. Habe ich schon wieder verdrängt, den Casterberg. Aber die Streak sehen wir und wir sehen Ryler auf einer 7er-Streak. Hat die Hellstorm hier auf jeden Fall erreicht. Bin mal gespannt, in welchem Hill er die einsetzen wird. Man merkt einfach, die Außenseiter, vor allem auch durch SJ, der hier unnormal stark outpusht, outslayt, komplett alles vom Hill weghält. Macht es halt sein Team verdammt einfach, da jedes Mal die Hill zu breaken, die Time zu getten, die Scrap mitzunehmen. Und Striker Union kriegt es bis jetzt irgendwie nicht so hin, wirklich mal eine ordentliche Rotation ein Hill zu halten. Machen das anfangs immer gut. Wenn dann gebreakt, Full Team Swipe. Jetzt mal ein paar Sekunden hier für Striker Union, die auch echt viele Picks rausholen können. Ich denke, alle down auf der Seite von... Ah ne, wir sehen die Nummer 2. Er sieht hinten eine Live am Backspawn. Kann da maybe noch was machen. Müsste aber auf seine Mates erstmal warten. Kriegt den ersten aus dem Hill raus. Wir sehen einen noch über Poolside, einer über Circle. Circle dead. Da ist Live jetzt hinten im Backspawn. Kriegt aber auch wieder schlechtes Timing hier auf Ersin. Beiden, die da hinten den Denk von Shiro auf jeden Fall riechen. Ja, was soll ich sagen? Außenseiter machen das sehr stark. Ich würde nicht mal sagen, dass die Rotations oder sonstiges jetzt hier wirklich besser sind, aber Slaying-technisch auf jeden Fall bis jetzt besser am Start als Striker Union. Hero, der hier gerade noch so den Turn-On verhindern kann, zum Glück. Muss Oncast nicht sein. Das Ding ist aber, wenn jetzt hier Striker Union den Hill mal komplett hält, weil die komplette Time bekommt, dann sieht es hier auch wieder relativ knapp aus. Aber SJ ist einfach unstoppable, gerade hier in der Rotation. Den Mann kriegt hier keiner um. Wie gesagt, nicht nur SJ, allgemein, wenn hier Außenseiter die Hill-Control haben, die machen es einfach bärenstark, indem sie halt dauerhaft outslayen. Jeder hat so seine Lane, die er raushittet für den Hill. War jetzt auch wieder guter Break von Striker Union. Aber trotzdem auch wieder nur 20 Sekunden Scrap Time. Ist jetzt auch nicht wirklich weiter. Wieder einen super ekligen Poolhead Glitch. Bin gespannt, ob jetzt hier Striker Union noch irgendwie einen weiteren Hill überleben kann. Bin mir auch nicht sicher, ob die Stats jetzt wirklich verbuggt sind, obwohl die mittlerweile eigentlich realistisch aussehen. Rook, der hier auch den Spawn irgendwie riecht. Den nächsten kriegt Off-Time. Ich glaube, Spear, der hier noch die Streak poppt. Ne, Wylor war es, oder? Ach, keine Ahnung. Spear war schon richtig. Somit müsste das eigentlich hier die Map 1 gewesen sein. So sieht's aus. 1-0 für die Außenseiter. Playing-technisch sehr, sehr, sehr stark, was hier die Außenseiter gemacht haben. Funktioniert auf jeden Fall gut auf so Maps wie Vista, Sixta. Gucken wir uns die Stats nochmal an, die hoffentlich stimmen. Wir sehen auf jeden Fall SJ komplett durchgedreht. Shiro aber auch mit einer starken Map. Hier auch relativ gut von den Stats, hat die Streak geholt. Wir gehen zurück in den Map-Pool. Aktualisieren hier kurz die Stats. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mir das jetzt nicht merken, deswegen mal wieder den Gefallen und call mal bitte den Score von Striker Union in den Chat. Müssten irgendwas mit 140 gewesen sein. Bin hier immer so fokussiert auf die Animation und hier alles richtig anzuklicken und so weiter, dass ich da gar nicht so auf den Map-Score achte. Ich trage jetzt einfach mal irgendwas ein, was ich jetzt so aktuell denke. Ihr korrigiert mich dann da, wenn ihr es besser wisst.
Ja, wenn das Overlay nicht passt, wenn es irgendwie rumbackt, dann lass es einfach weg. Gucken wir beim nächsten Mal, dass es einfach wieder richtig passt. Hört ja jetzt auch nicht. So, wir kommen zurück zum Map Pool. Zu der nächsten Map. Wir machen weiter mit Rio S&D. Damai called schon Quickest 3-0. Für Strucker Union. Für die Außenseiter. Bin mal gespannt. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung, dass Strucker Union hier im S&D noch ein bisschen was machen kann. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir machen direkt los. Jungs haben Bock. Bin motiviert. Direkt in die nächste Map rein. Schauen, ob die Overlays jetzt passen. Passen irgendwie immer noch nicht. Ich glaube, ihr Gameplay-Caster hat da ein paar komische Settings, aber wird bis zum nächsten Mal behoben. Auch nicht weiter schlimm. Es geht hier um Gameplay, ne? Der Rest ist erstmal irrelevant. Wir sehen, wird hier ein harter A-Push. Shiro, der da Ersin rauspicken kann. Aber die Jungs, die Außenseiter, komplett schon auf A drauf. Plus jetzt hier mit einem guten Flank, mit einer guten Position. Aber Außenseiter, die auch sehr stark drauf hoffen, drauf spielen, dass hier einer von Strucker Union ungeduldig wird, unnötig pickt und vielleicht dann Pick rausziehen können. Bin mal gespannt. Sie entscheiden sich um, nochmal auf B zu flippen. Auf die andere Bombzeit zu rotieren. Wir sehen die Nummer 8 mit einer guten Position da. Shiro kann noch einen rausholen. Wird aber direkt von SJ rausgetradet. Trotzdem, wir sehen 2v3 Situation. Strucker Union in der Überzahl. Muss ja eigentlich gar kein Risiko eingehen. Einfach nur auf Trade spielen. Boah, Rook, der aber hier Bruce bestraft, der hier ein bisschen beim Peaken schnell rausgeholt wird. SJ, der die Bombe leider nicht down bekommt. Tetz da mit dem nächsten Pick. Und ich würde sagen, solide Runde hier von den Boys. Und Strucker Union. Juro mit einem starken First Pick. Starken Second Pick. Hat dafür das Go gegeben, für die restlichen Jungs die Runde zu holen. Also ich merke, Shiro war vorhin im Chat. Hat sich beschwert, dass die Jungs hier nicht belieben in die Strucker Union. Und der Mann hat auf jeden Fall Bock. Möchte auf jeden Fall nicht der Mann, dass es hier mit einem 3-0 endet. Wir sehen. Strucker Union versucht es jetzt hier auch nochmal mit einem A-Push. Er ist ja hier schon auf dem Flank. Der Mann ist dauerhaft unterwegs, dauerhaft auf den Beinen. Redet hier ein bisschen mit der Door. Kann er mal von Wylaw rausgepickt werden, der sich da keinen Millimeter bewegt im Spawn. Keine Reaktion zeigt und dadurch belohnt wird. Und ich sehe Feuer frei eigentlich für die Jungs auf B, Bombe zu planten. Außenseiter, die sich hier komplett auf A fokussieren und bis jetzt kommt keiner auf die Idee, mal die andere Bombe zu checken. Wenigstens jetzt aber. Spear und Rook jetzt zusammen auf dem Flank. Ah, Tetzer, der eigentlich da jetzt gleich einen Pick bekommen müsste. In einer guten Position da. Darf nur nicht ungeduldig werden. Hier, der da Boost rausholen kann und jetzt wird Tetzer leider ungeduldig. Und wird dadurch bestraft. Wylaw, last alive. Bomb aber down. 19 Sekunden noch auf der Uhr. Ah. Schade. Eigentlich guter Try. Besser runtergespielt hier von den Außenseitern. Die auf jeden Fall da für den Trade. Und obwohl Außenseiter hier die B-Bomb komplett vernachlässigt haben, haben sie das eigentlich gut gemacht mit dem Flank. Konnten da irgendwie zwei bei Sola rausholen. Wie gesagt, Hetzer da ein bisschen unlucky timing gehittet hat. Und dafür ein bisschen bestraft wurde. Schauen wir mal, was die dritte Runde hergibt. Hier diesmal Tritt über Bridge. Die Jungs sind von den Außenseitern, sind hier immer im Squad unterwegs. Und ich vorteile für die Trades. Spotten da hinten Bruce. Deep right in der Corner. Ganz geschützt. Der leider dodgen muss.
Bin gespannt, wie sich jetzt hier die Außenseiter vorarbeiten. Richtung B-Bomb. Thunder Bridge vorbei. Bruce mit einem guten Pick. Müsste eigentlich auch die Info haben, dass da noch der ein oder andere auf der Bridge-Side ist. Nummer 2 da. Ersin wird auch rausgepickt von Shiro. Und jetzt 2v4. SJ und Rook mit der Bomb auf Bridge. Auch ein bisschen trapped, weil Bruce da hinten immer noch im Hecklitz steht. Ja, aber Rucker Union, die sich da glaube ich auch ein bisschen abgewöhnen müssen, da so ein bisschen unnötig zu pieken teilweise, machen das eigentlich sehr stark. Und dann fällt mir auf, wird einer immer ein bisschen ungeduldig. Bruce aber nicht. Bruce immer noch im Spawn. Da wird belohnt, der Mann. Rook aber hier mit einem guten Flank. Kriegt den ersten. Verkürzt hier auch 1v2. Kriegt fast noch den zweiten. Aber die Runde geht an Strucker Union. Wylaw hier mit dem wichtigen Pill. Und ich muss sagen, bis jetzt sieht das S&D von Strucker Union echt in Ordnung aus. Echt stark. Wie gesagt, die Jungs machen es teilweise vielleicht ein bisschen unnötig knapp, ein bisschen spannend. Gut für uns, schlecht für sie. Aber im Gesamten machen die das schon echt, echt stark. Den SJ mit dem First Pick. Hier auf Bridge. Bruce mit dem Trade auf der Bomb. Bomb aber nicht down. Guck, der hier noch gerade so den Gunny verteilen kann. Los, Gunny. 2v3 jetzt. Tetzter und Shiro. Shiro mit der Bomb auf you. Müssen ja eigentlich noch irgendwie auf ein Pick Minimum spielen. Im besten Fall auf zwei, aber sie entscheiden sich für den Bomb-Plant. Natürlich sehr schwierig, das hier auf der B-Bomb zu 200 zu spielen. Den Tetzer down. Shiro holt Rook. Somit in einem 1v2 jetzt. Und Ersin, ich dachte erst am Diffusen, doch nicht. Machen es aber sehr stark hier, ne? Schön Bait und Switch. Warten immer schön aufeinander. Keiner, der irgendwie unnötig peakt oder alleine chellt. Ego chellt. Und werden auch belohnt. Gameplay auf jeden Fall sehr stark. Hier von den Außenseitern. Geben sich beide nix. Verdammt spannend, verdammt knapp. Bei 2. Rucker Union eben gerade im Hardpoint auch stark angefangen. Hoffentlich machen sie diesmal im S&D auch stark weiter. Außenseiter, die sich hier wieder für die E-Bomb entscheiden. Rook mit dem First Pick an Wylaw. Jetzt da antwortet mit der Nate auf SJ Bruce bei dem nächsten Pick an Spear. War keine Überzahl. Bin ich gespannt, wie Rook das macht. Oh, Rook. Eigentlich mit guten Shots. Aber von Tetz da rausgeholt mit der AR. Jo, da im ekligen Heady. Auf der A-Bomb. Und jetzt wird super eklig. Für Ersin. Leute da irgendwie aus der Power-Position rauszuholen. Jeder gefühlt einen Headglitch. Bruce, der den Spawn abaimt und den Pick holt. Und falls jemand hier im Chat ist, der gerade die Bundesliga-Relegation schaut, kann er gerne mal Live-Ticker machen, wenn irgendein Tor fällt. Hoffentlich findet sich da irgendjemand. Aber wir machen weiter mit dem Cast. Rackers eSports jetzt in der Führung. 3-2. Die Attacker für die Jungs auf jeden Fall gerade sehr wichtig. Teilen sich hier für die A-Bomb. Er sind da hinten alleine und müsste eigentlich Info geholt haben. Bruce hier mit einem wichtigen Pick. Und SJ da raus. Den Roadman, der da dauerhaft am Rumlaufen ist. Könnten Striker eigentlich überlegen, die Bombe zu planten.
Weil auch hier mit einem guten Spot. Kriegt Ersin raus. Kriegt Rook auch noch. Big Two-Piece da. Jetzt Bier Last Alive on Double DOS. Holt einen. Wird aber direkt getradet. Und ich sag doch, Jungs. Die Boys von Strucker Union auf jeden Fall nicht abschreiben. Die machen das sehr stark hier. Chiro im Hardpoint, Tetzer bis jetzt im S&D. Auch Bruce hier mit einer 3er-Streak, Tetzer mit einer Wylor mit einer 2er-Streak. Mal gespannt, ob einer oder zwei oder für mich auch drei irgendwie noch auf Streak bleiben können. Streak ist auf jeden Fall auf Dio S&D sehr huge. Außenseiter hier mit einem A-Push, Chiro wieder mit einem First-Pick. Ich habe das Gefühl, in den letzten sechs Runden ist der First Pick jedes Mal auf der Seite von Strucker Union gefallen. Wir wissen, dass die Jungs hier von der Außenseite relativ aggressiv spielen. Bruce hier mit einem guten Flank. Gar nicht drauf geachtet, wie der Mann hier sich durchgetribbelt hat. Big Rook wird von Ersin rausgetradet. Oh, Wylor mit ein bisschen shaky Shots. Kriegt aber trotzdem noch Ersin. Und mit Spear mit der Bomb. In einem 1v2. Wylor und Tetzer, die das hier zusammen ein bisschen auf Trade spielen. Abwarten, was passiert. Die vielleicht Timing kriegen aufs Spear. Ja, eigentlich mit einer guten Route, aber wird die beiden dann niemals sehen. Und wenn er sie sieht, ist er dead. Ich denke aber, dass er die Bombe down kriegt. Jungs jetzt auf B rotieren, die Bombe checken. Und Spear eigentlich mit einem guten Timing. Mit dem Plant. Und vermutlich auch noch weg. Ich glaube, keiner hat ihn gesehen. Letzter aber on point. Auf der 4er-Streak. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber Strucker Union. Das ist hier richtig gut. Im S&D. Ich erwarte, dass hier Außenseiter das ein bisschen mehr über die Mitte spielen. Dass wir natürlich auch starke SMGs im Team haben. Wenn aber hier irgendwie dauerhaft über die Outer Lanes gepickt. Wodurch Strucker Union hier immer relativ leicht einen First Pick holen kann. Und Strucker Union wieder mit dem A-Push. Wieder Nummer 4 Spear, die da alleine auf der A-Bomb ist. Aber den Pick holen kann. Er sieht Double Doors, kriegt. Eigentlich gutes Timing. Wobei Lord, der komplett direkt in seinem Gesicht drin ist. Schwieriger Gunfight dafür, Ersin. Wir sehen Wylor und Tetzer auf einer 4er Streak. Beide brauchen jeweils noch 2 Kills für die Streak. Und ich hoffe, Wylor bleibt geduldig. Könnte eventuell belohnt werden. Ermöglicht auf jeden Fall hier den Jungs den Push auf die Bomb. Und die Bombe geht down. 3v3. Wir sehen Dio und SJ auf dem Flank. Wylor mit dem Pick an Rook. Wenn Strucker Union das jetzt nicht komplett bescheuert spielt, müssten sie ja eigentlich die Runde haben. Dio mit einem guten Pick an Wylor. Tetzer mit dem Trade. Und Tetzer mit dem nächsten. Ich würde sagen, Tetzer auf jeden Fall unser S&D-MVP. Hat hier echt viele starke Picks geholt. Dark Map hier von Strucker Union. Und das heißt, wir sehen auf jeden Fall Minimum 4 Maps hier. Wird doch sehr heiß. Chiro hat im Chat nicht zu viel versprochen. Und wir switchen auf die Map-Grafik, auf den Map. Somit steht es 1:1 overall. Die Map geht nicht an die Außenseiter, aber an Strucker Union. Und somit machen wir gleich weiter mit Invasion Control. Fühlt auch die einzige Control Map, die wir hier sehen.
On-Cast zumindest. Ich glaube, einmal haben wir Karachi gesehen. Vermute ich zumindest. Aber sonst immer nur Invasion. Keiner hat Bock auf High-Rise. Verständlicherweise. Und ich weiß gar nicht, wen ich jetzt hier im Control so wirklich vorne sehe. Vom Bauchgefühl her. Vorher hätte ich jetzt gesagt, natürlich irgendwie hier die Außenseiter. Weil wir haben auf Map 1 schon gesehen, die machen das Outslaying-technisch schon echt stark. Ich denke mal, da wird Strucker Union, sobald sie in den Spawn-Trap geraten, echt schwer haben. Aber die Jungs von Strucker Union haben in Essen die gezeigt. Die haben Bock, die sind motiviert. Und die wollen bestimmt nicht nur eine Map holen, die wollen bestimmt auch noch mehr holen. So. Go an die Jungs, geht raus. Geht vermutlich jeden Moment los. Und gerne auch mal in den Chat callen, was ihr denkt, wer das Control jetzt hier holt. Wenn ihr da vorne seht. Accurace called, Striker macht den Neslo. Bin gespannt. Und ich sehe, wir sind in der Map. Wir machen weiter. Mit Invasion Control. Alems called im Chat, Kontrolle, ist die Series jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn jetzt hier Striker das... Ah, wir sehen, die Overlays passen. Sehr geil. Sieht schon viel besser aus, sieht schon viel cooler und professioneller aus. Und jetzt gehen wir mit Hype rein. Wir sind hier zwei Crossen, sieht, kann nur Shiro picken. Jetzt dann Last Alive, wird auch von Rook rausgeholt. Quatsch, Wylor auch noch alive. Jetzt aber down. Und somit... Außenseite hier schon auf der A-Zone. Können vermutlich auch schon den ersten Pick holen. Boah, das wird jetzt direkt super eklig hier für Strucker Union. Rook ja auch mit einem starken Gunny. Spear mit dem nächsten. 2v2. Spear und SJ beide on point. Haben auch schon den zweiten Tick geholt. Und ich denke, damit müsste A weg sein. Und jetzt wird's super schwierig. Strucker Union. Mit 2 Minuten on the clock, da noch irgendwie B zu verteidigen. Über 20 Leben, 2 Minuten Zeit. Rook, der da schon on point ist. Die und SG, die da direkt hinterher rücken. Nummer 2 in der Mitte hält den Mid-Cross. Hier mit einem Two-Piece. Nummer 5 da noch live. Wylock kann einen holen, wird vermutlich jetzt rausgetradet. Noch nicht. Außenseiter mit dem ersten Tick. Wylock, der jetzt hier irgendwie big gehen muss. Minimum ein oder zwei Spieler da rausholen muss von der B-Side. SJ, der aber rausfittet. Shiro mit dem Trade. Shiro mit dem Two-Piece. Wird vielleicht auch nochmal spannend. Rook, der nicht rausgeholt werden kann. Last Alive, da jetzt auf DVDs. Tetzer müsste eigentlich gucken, dass er da weiter in den Spawn-Trip geht. Hat der jetzt Rook zu handen und wird dafür auch bestraft. Und Rook holt sogar 2. Und der gute Flip ging jetzt irgendwie direkt nach hinten los. Ich denke mal, damit geht die Map Round 1. An der Außenseite, so ist es. Rook MVP. Erste Map nicht so viel gesehen von Rook. Natürlich gut gespielt. Da ist aber eher SJ aufgefallen. Aber jetzt macht Rook im Control auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck. Mal gucken, was die restliche Map da noch kommt. Aber bis jetzt Rook auf jeden Fall auf einer Dreier-Streak. Gucken, ob er so weitermachen kann. Außenseiter. Nevermind. Wacker Union hier anscheinend. Auch mit einem A-Push. Shiro mit einem Pick. Last Alive auf der Zone. Wird aber jetzt vermutlich auch ausgeholt von Ersin. SJ mit dem nächsten Pick. SJ schon am Spawn-Trappen. Von Tester da zum Glück aber rausgeholt werden. Jetzt versuchen die Jungs sich auf der B-Zone bequem zu machen. Um die ersten Ticks reinzuholen, die Zeit zu stoppen. Aber wir sehen, Außenseiter machen das da sehr stark. Über die Mitte, über den Flank, über Front.
mehrere Engels. Und man fährt da jetzt auch durch. Spear kann einen Pick holen. Immer noch live, holt noch einen, wird aber rausgetradet direkt. Ich denke mal, zumindest mit der B-Zone müsste das jetzt hier sein. Das ist Tracker Union. Einer mehr hier von der Außenseite auf einer Streak. Und jetzt hier ist Tracker Union auch 2 Minuten Zeit. Aber natürlich ist die A-Zone deutlich schwieriger einzunehmen als die B-Zone. Und hat sich das Außenseiter in der Runde davor ein bisschen einfacher gemacht. Mit dem A-Push am Anfang direkt. Aber Striker Union hält hier gut dagegen. In ihrer Attacker Shiro mit dem Pick. Vidane tradet. SJ mit dem nächsten Pick. Headstar und Wylaw hier auf P1. Und Außenseiter, die das jetzt sehr eklig runterspielen wollen. Machen sie auch genau richtig so. Kein Risiko eingehen. Spear mit dem Pick. 3 down auf der Seite von Außenseiter. Aber Rook hier wirklich on fire. Hier kann Spear einfach nicht aufgeben. Und so langsam aber sicher müsste hier ein bisschen Druck kommen von den Striker Union Boys. Damit das hier noch was wird. Die Leben sehen eigentlich in Ordnung aus. Aber die Uhr tickt. Und jetzt, Callies, 3 down auf der Seite von Außenseiter, der nächste Down, Team Swipe. Und somit ergibt sich die Chance für Striker Union, hier was auf der A-Zone anzufangen. Aber mit dem ersten Tick. SJ hier aber mit einem wichtigen Two-Piece. Und auf jeden Fall den Heavy A-Push verhindern. Immerhin ein Tick von Striker Union, eher so mit einem Two-Piece. Jetzt wird es zeittechnisch echt ein bisschen eng für die Jungs. Eigentlich ein guter Push gewesen. Aber wie gesagt, Rook da die ganze Zeit im Café drin. Macht das auch sehr stark. Hält das, ist jetzt down. FG holt zumindest einen schon mal. Gucken, ob er da auf P1 noch einen holen kann. Schießt Brewster One-Shot on P4. Der macht das hier richtig stark. Setzt er jetzt in Café mit Wylaw. Oh. Kommt aber nicht mehr on point. Somit steht 2-0 für die Außenseiter. Und jetzt muss hier Striker Union langsam ein bisschen aufdrehen. Und dass mit der Map noch irgendwas wird. Außenseiter jetzt mit der Attacker. Mal gespannt, ob sie sich wieder für einen A-Push entscheiden, aber sieht diesmal nach B aus. Und Striker Union wird komplett gebaitet werden. Komplett auf A fokussieren. Außenseiter, die jetzt hier freie Fahrt haben auf der B-Seite. Er sieht mit dem Pick, holt zumindest schon mal einen von der Mitte aus. Den Striker Union wollen es da komplett über Mitte breaken. Auch schwierig aber, da jetzt zu dritt durchzuhitten. Jo geht für den Spawn Trap. Die Zone ist auf jeden Fall schon mal weg. Ging verdammt schnell. Genau wie in der ersten Runde, wie in der ersten Attacker von den Außenseitern. Dann haben wir jetzt wieder 2 Minuten, mit denen sie arbeiten können. Hier mit dem Pick. SJ mit dem Pick. Wir sehen Shiro hier noch irgendwie so ein bisschen backspawn, versucht hier die Lungs zu spawn-trappen, aber wenn keine Picks fallen, dann spawnt natürlich auch keiner und es fallen keine Picks hier von Shiro. Aber wir sehen, die ersten Picks fallen. 3 down von Außenseitern. Hier noch Last Alive auf A&D. Da muss jetzt noch niemanden spotten, hat Info davon. Shiro in der Corner, kann den nicht picken. Wylaw ist da ein bisschen schneller am Start. Jetzt hier mit dem Pick auf Shiro. Leben sehr ausgeglichen, 24 zu 25. Weil er jetzt hier ein Two-Piece ziehen kann, wird von Rook aber rausgetradet. Und Striker Union, die das vom Positioning hier auch eigentlich gut machen. Nicht zu viel peaken. Power-Positions spielen. Wir sehen Tets da hinten am Tank im Head-Glitch.
würde aber sagen, die geben jetzt den Jungs ein bisschen zu viel Freiraum, denken und über die B-Seite zu rotieren. Wir haben auch immer noch eine Minute auf der Uhr. Muss aber jetzt hier auch von den Außenseitern ein guter Push zustande kommen. Shiro schon wieder mit einem Two-Piece. Der Mann ist im Respawn auf jeden Fall am Start. Heiß. Bis jetzt sieht es so aus, als könnte hier Striker Union einen clean Swipe von den Außenseitern verhindern. Das 3-0. Boost auf der Dreier-Streak. Die Außenseite hat es jetzt nochmal über die B-Seite probieren. Wir sehen aber da oben in Kitchen, Rook müsste eigentlich gespottet werden. Kann Rylorder aber rauspicken. SGO mit dem Pick. Öffnen somit ein bisschen den A-Push. Und wenn es jetzt hier noch irgendwie klappen soll, dann jetzt. Juro aber sehr stark auf der A-Zone, will sie einfach nicht hergeben. SG da aber noch on point. Wird rausgeholt. Er ist in Last Alive. Weil er da mit einer guten Nate. Kann Ersin zumindest unfraggen. Und Ersin stand jetzt alleine auf der Zone. Jeder, der helfen will, ausgepickt wird. Bruce mit einem Two-Piece. Ich denke mal, da kann keiner mehr von außen weiter drauf kommen. Und dann steht es 2-1. Für die Außenseiter. So, Jungs. Bin immer noch hyped. Bin immer noch gespannt, was hier bei Striker geht. Ob sie nur in SMG stark waren oder ob sie in Respawn auch noch was machen können. Von der Außenseite hätten die irgendwie Respawn wegsnacken können. Aber nämlich, wenn hier Striker Union Control holen, sieht es verdammt gut aus für die Jungs. Aber zwei Picks auf der Seite von Außenseitern. Chiro hier schon wieder mit einem Two-Piece. Chiro, der Two-Piece-Man. Bruce jetzt hier auf der A-Zone. Ah, holt zwei Ticks. Kann aber leider den kompletten Cap nicht abschließen. Aber trotzdem ein guter erster Push. Hier von Striker Union. Letzter, der hier SJ spottet auf P4. Oh, aber schlechtes Timing hittet. Gut gemacht da von Außenseitern. Bin gewartet, SJ schon sein Live gespielt. Aber Striker Union hier schon mit zwei Ticks auf der B-Zone. By dead. B-Zone wieder geklärt. Aber trotzdem ein guter Startpunkt hier für Striker Union. Beiden Hills, zwei Ticks. Sind auf jeden Fall schlechter aussehen. Leben auch sehr ausgeglichen. Versuchen jetzt nochmal über die A-Zone irgendwie ranzukommen. Aber Außenseiter machen das hier sehr stark. Sehen SJ auf dem Tank auf P2, Nummer 4 Spear am P1 Tank, Nummer 1 und 2 Rook und Ersin machen da eh auch Bomben dicht. Jetzt wird es erstmal schwierig für Striker Union da noch irgendwo zu irgendeinem Point zu kommen. Können SJ da rausholen. Zu tritt in den nächsten auf Spear und das müsste eigentlich gewesen sein mit der Bison zumindest. Gute Runde, gute Tag und Striker Union. Die Zone jetzt gecapped. Haben jetzt noch ungefähr 1 Minute 20 auf der Uhr. Um noch diesen einen Tick auf A irgendwie voll machen zu können. Haben auch eigentlich eine gute Position jetzt hier über den Flank. Wir sehen Rook und ich glaube Spear ist es in der Mitte. Beziehungsweise Rook on point. Ersin direkt dahinter. Ersin kann jetzt hier wahrscheinlich rausgepickt werden von Slay Tedster. Rook on point. Tedster hat die Info. Boah. Weiß nicht, warum Tedster jetzt nicht versucht, mit kurz zu stacken. Ich glaube, das würde definitiv schneller gehen. Aber Wylor ist on point. Kann helfen, einzunehmen. Ein guter Attacker. Bin sehr überrascht von den Jungs von Striker Union. Die da immer so ein bisschen in den Spawn-Trap reinkommen. Aber sich da immer gut rauskämpfen können. Ich kenne das nur von mir selbst. Weil ich im Spawn-Trap bin. Auf in welchem Control mache ich gar nichts mehr. Aber die Jungs machen das gut. Pushen da SJ zu dritt. Hinten am Bagger. Können die B-Zone getten.
nur noch einen Tick offen auf L und machen das stark da zum Schluss. Jetzt bin ich gespannt, wer die Attacker hat, wer die Defender hat. Sieht so aus, als hätte Außenseiter nochmal die Defender. Jetzt muss Tracker Union irgendwie zeigen, dass wir nochmal so eine Attacker auf den Tisch legen können. Am besten genau mit zum Start, wie eben gerade. Direkt zwei Ticks, statt drei Ticks auf L. Aber Außenseiter, die den L-Push da ein bisschen riechen. Gegen zwei Picks, Asian und Rook. Wieder zwei von den Tracker Union ausholen. Die nächsten zwei fallen. Full Team Swipe. Und muss es jetzt auf die B-Zone gehen. Escher, der da leider keinen rausholen kann wegen der Stun. Hier mit einem wichtigen Pick auf Mitte. Dabei vermutlich von Shiro rausgetradet, so ist es. Eigentlich auch wieder ein verdammt guter Push hier von Tracker Union. Escher da oben, Top Kitchen. Kein Wildloader rausholen. Wenn dann zumindest erstmal den B-Push. Außenseiter, die es da stark machen. Kriegt immer den Spawn-Trip gehen auf der B-Zone. Tetzer, der dann noch einen Pick holen kann. Jetzt von SJ rausgeholt wird. SJ auf einen Dreier-Streak. Boah, Spear mit einem Three-Piece. Das könnte jetzt hier ein bisschen der Genickbruch sein. Für Tracker Union. Hier mit dem nächsten. Mit dem vierten. Und jetzt sind es nur noch 25 Sekunden auf der Uhr. So schnell kann es gehen auf Invasion Control. Ist einmal da hinten drin. Kommst du da gefühlt unmöglich wieder raus. Vor allem, wenn du das hier so gut spielst, wie die Außenseiter. Die wirklich in jeder möglichen Power Position auf der Map vertreten sind. Wir sehen da hinten Rook auch noch auf der Bridge. Und ich muss sagen, ein guter Try hier von Tracker Union. Ist ein Anlage zum Schluss wieder noch mit der 7er Streak. Und somit geht die Map hier an die Außenseiter. Eigentlich gutes Momentum da von Tracker Union. Zwei Runden in Folge geholt, glaube ich. Nee, auch nicht. Aber ausgeglichen auf jeden Fall. Dachte eigentlich nach der Attack hier, standen die auch richtig gut in die nächste Attack. Aber einmal komplett Team geswiped worden. Und schon ist das Momentum weg auf der Map. Und ich glaube, die Stats stimmen natürlich nicht. Aber ich glaube, wir können trotzdem davon ausgehen, dass Spear hier eine verdammt gute Map gespielt hat. Auch wenn die Stats nicht stimmen. Mal in den Map Pool rein. Schauen wir mal, was die nächste Map ist. Somit geht die Map hier 3 zu 2 an die Außenseiter. Map Count overall 2 zu 1 für die Außenseiter ebenfalls. Und die nächste Map ist dann Rio Hardpoint. Und ich muss sagen, dass jetzt hier Tracker Union verdammt krass aufdrehen muss. Damit ich denke, dass das hier irgendwas wird auf Rio Hardpoint. Weil ich hier die Außenseite echt stark einschätze. Vor allem SJ, der hier mit der SMG dauerhaft am Rumrennen ist. Da auch dauerhaft outslayed. Sehr nervig ist für die Gegner. Auch schon auf Sixter richtig stark gemacht hat. Aber Tracker Union auch auf Sixter mit den guten Rotations, die zumindest auf Rio auch ein bisschen mehr belohnt werden können. Zum Beispiel mit den P3 Spawns. Die du da eigentlich unmöglich wieder breaken kannst oder flippen kannst. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Mein Go geht an die Jungs, die nächste Map zu starten hier. Könnt eure Predictions wieder in den Chat schreiben. Ob ihr denkt, dass wir hier nochmal eine Map 5 sehen. In der Series. Oder ob Außenseiter den Kasten hier zumacht. Bin mir auf jeden Fall sicher, es wird eine spannende Map. Sehe aber aktuell Außenseiter da zumindest auf Rio Hardpoint. Auf einer anderen Map wird es wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen für die Boys von Tracker Union. Aber ich hoffe natürlich trotzdem auf eine fünfte Map. Richtig stark, was hier Tracker Union im S&D auch im Control gezeigt haben. Und die Map startet. Und wir gehen rein. Kamek holt jetzt einen 100-Point-Club. Nein, ich traue den Jungs von Tracker Union auf jeden Fall mehr zu. Ich glaube, die Jungs, die wollen jetzt einfach nicht hier abtreten. Die machen die Map auf jeden Fall spannend. Aber müssen halt jetzt einfach zeigen, dass sie hier auch irgendwie einen Respawn klauen können. Von den Außenseitern. Wir sehen Tetzler hier mit dem ersten Kill, mit dem zweiten Kill. P1 geht auf jeden Fall direkt mal an die Tracker Union Boys.
Also um auch direkt hier die Spawns zu flippen. Weil auch hier auch wieder mit einem wichtigen Pick, Spear mit dem Tupis, SJ mit dem dritten. Spawns sind für den P2 weiter bei Striker Union. Aber wie ihr seht, SJ macht das hier wirklich sehr stark. Dauerhaft für seine Mates am Durchhitten, Ulti-Info. Aber gute, wichtige drei Picks hier von Striker Union. Full Team Swipe. Swap geht an Striker Union. Next Spawns gehen auch an Striker Union. Somit sieht es hier für den P2 verdammt gut aus für die Jungs. Und der Hill ist direkt mal, würde ich sagen, sehr wichtig für Striker Union. Direkt mal da ein bisschen abzusetzen. Wir sehen die Jungs von Außenseiter. Komplett schon eine Spawn drin, aber Bruce da hinten mit einer Big Position. Kann einen holen, Wylord, der den zweiten holt. Bruce, der da eigentlich jetzt ein bisschen Info getten müsste. Auf jeden Fall den Trade holen müsste. Auf der Nummer 3 auf SJ, der da irgendwie sich durchschleichen kann. Gutes Timing hittet, doch nur irgendwie von Wylord da rausgeholt werden kann. Und wie schon auf der ersten Map, die Außenseiter sind verdammt gut im Breaken. Sehr ausgeglichen. Hier liegt immer noch bei den Striker Union Boys. SJ mit dem Pick. Auf der Dreier Streak wird rausgeholt. Rook wieder mit dem Pick. Spear mit dem nächsten. Und die Jungs haben jetzt hier noch die Scrap Time auf dem P2 und die Next Spawns. Würde ich die perfekte Lage für den nächsten Hill. Ganz nur wieder. Oh, SJ mit einem 3-Piece. SJ und Spear auf einer 5er Streak. Jetzt hier beide die Streaks klar machen. Wird verdammt schwierig. SJ hier mit 2-Piece. Kriegt da irgendwie das Timing, keine Ahnung wie. Hat die Streak auf jeden Fall gesichert. Jetzt weiterhin auf einer 8er Streak. Ich glaube, höchste Streak. 9 Kills. Aktuell in der Crossfire League. Vielleicht kann er noch ein bisschen irgendwie auf 10 erhöhen. Geht aber down. Aber Außenseite einfach sehr strong. Jetzt mit dem Pick, mit der Nade. Wurde leider noch ein Teammate raus. Hat aber den Hill damit gebreakt. Und jetzt hier endlich mal wieder ein bisschen Time getten. Erst wieder die Streak poppt, weil er keinen holen kann. Trotzdem für ein bisschen Action sorgt am Hill. Spear mit einem 2-Piece. Boah, weil Leute, da SJ aber irgendwie rausholen kann. Wie gesagt, Striker Union auch eigentlich mit guten Breaks hier am Start. Gehen aber dann teilweise so ein bisschen schnell down on time. Sind aber noch im Rennen. Wir wissen, 30 Punkte sind gar nichts auf Rio Hardpoint. Können jederzeit zurückkommen. Somit fängt die neue Rotation an. Wir sehen Striker Union hier schon im P1. Nummer 1, Nummer 4 von Außenseiter an den Stairs jeweils. Nummer 3, SJ da wieder irgendwie durchgewuschelt. Kann einen Pick holen, Shiro mit einem 2-Piece. Gut, bleibt der Hill erstmal bei Striker Union. Jungs, die immer noch outspawnen. Er sind schon wieder mit einem guten Flank, kann 2 holen. Danke Teammate da von SJ. Aber trotzdem haben die Jungs den Hill. Gut über Bridge. Weil er da einen Pick ziehen kann. Guter Push, guter Break. Machen das teilweise auch sehr stark, die Jungs. Im Striker Union. Aber er ist ja hier immer irgendwie alive. Kann auch mit der Pistole einen zweiten holen. Krasse Shots. Keine Ahnung, wie der Typ noch alive ist. Aber einfach stark. Riker jetzt hier mit dem besseren Spawn. Jetzt da mit dem Pick. Und somit kommt Striker Union hier wieder ein bisschen. Bisschen close dran. An den Score. Wie gesagt, immer noch ungefähr 30 Punkte Abstand. Easy zu machen mit dem Hill jetzt. Könnten sogar in Führung gehen. Drei Leute down. Von den Außenseitern. Er sind da noch auf Clap im Headglitch. Die Jungs, die es jetzt über Front versuchen zu breaken. Aber hier zwei Picks. Hier und Rook auf Ramp. Können noch einen Pick holen. Hetzer mit dem letzten Wort. Hetzer auf 8er Streak gar nicht mitbekommen. Crazy. Jetzt auch mit einer Streak am Start. Hab's gerade nur durch den 3-Piece irgendwie auf den Schirm bekommen.
Und ich hab's gecallt. 30 Punkte sind gar nichts. Somit ist jetzt hier Striker Union in der Führung und fängt jetzt hier richtig an aufzudrehen. Auf einmal sitzen die gar nicht geisteskrank. Wollen da versuchen, über Back zu rotieren. Holen den Pickoff mit. Und müssen jetzt hier wirklich versuchen, über die Spawns irgendwas zu machen. Giro hier auch mit einem super starken Gunny. Holt jetzt hier auch einen Pick nach dem anderen. Und ich habe das Gefühl, die Jungs kommen jetzt hier gut rein in die Map. Striker Union. Und vielleicht können wir damit auch die Spawns jetzt flippen. Nee, weirde Spawns. Spawns immer noch bei den Außenseitern. Kill auch. Maybe Zeit für die Streak. Kurzer technischer Break, was ist passiert? Ist der Stream offline oder was? Eigentlich zeigt mir OBS hier keine Probleme. Hab hier voll Balken, gute Übertragung. Wollte eigentlich alles passen. Ich hoffe, wir sind wieder live. Ihr seht das Gameplay, seht, wie close die Map ist. Hier jetzt da mit der Streak auf dem P3. Ich bin mal kurz auf. Gar nicht mitbekommen. Komisch. Ein OBS passt bei mir auf jeden Fall alles. Keine ausgelassenen Frames. Auch gute Übertragungsrate. Sehr komisch, aber wie du sagst, Striker Union hat richtig Bock. Gehen jetzt hier richtig auf. Hauptsache, wir sind jetzt wieder auf live und können die Maps sehen. Bruce auf der Vierer Streak. Und die Jungs mit der Hill Control. 40 Punkte Abstand. Eben gerade noch 40 Punkte zurück. Können jetzt hier die 200 Punkte voll machen. Und bis jetzt sieht's stark nach einer Map 5 aus. Die Jungs Striker Union jetzt mit einem 50-Punkte-Lead. Aber Außenseiter mit der Next Rotation. Bin gespannt. Oh, Shiro schon wieder mit einem Two-Piece. Auch Shiro, richtig starke Rotation hier. Zusammen mit Tetzer zusammen. Alle Jungs von Striker Union. Bin gerade absolut stark. Trotzdem ist der Hill erstmal bei den Außenseitern. Die jetzt hier nochmal gleichziehen können. Bruce mit der Streak. Auch nicht mal mitbekommen, dass Bruce einen Streak hat. Bester Caster. Kann einen rausholen, holt noch einen Mate. SJ mit einem Two-Piece. Somit Hill immer noch im Besitz von den Außenseitern. Sehr umkämpft hier. Die Außenseiter können relativ gleich ziehen. Aber Striker bleibt in der Führung. Für die Next Rotation. Er ist hier mit einer ekligen Position, kann einholen. Guck mit dem nächsten. Nicht so gecheckt, dass der Trade da schon passiert ist. Besser für Striker Union. Der zwei rausholen können. Jetzt erstmal auf dem P1 sind. Und weiter Richtung Mapwin drücken können. Wir sehen die Außenseiter zu viert über Bridge. Crazy Break. Crazy Break, stark gemacht. Wiederholt die Gunnies. Full Team down. Auf der Seite von Striker Union. Die Jungs von den Außenseitern können nicht close mit dem Hill. Können es aber verdammt eklig machen jetzt hier für die Jungs. Wir sehen auch die Nummer 2 hinten. Er sehen wieder im Flank. Oh, Tetzer mit dem Two-Piece aber. Kann er weiter kurz testen. Shiro mit dem nächsten Two-Piece. Das Gefühl, die beiden wechseln sich dauerhaft ab. Mit den Two-Pieces. Das ist fast wie Kamei und Tidalus gestern. Haben es genau in derselben Art gemacht. Ganz ein Two-Pieces, Three-Pieces im Tag-Team. Jetzt trennen hier nur noch ungefähr 10 Punkte. Striker Union und Map-Win. Next Rotation auch noch am Start. Sieht verdammt gut aus für die Jungs. Spawns am Start. Muss am besten einen auf den Time picken. Aber jetzt hier Außenseiter auch mit einem guten Break. Striker Union jetzt 5 Punkte vor dem Win. Bei Down Shiro schon wieder mit den Cookies. Boah. Und somit geht die Map an Striker Union. Unfassbar. Die Jungs wollen mich ja auch blamieren. Und Cast. Wollen hier ein bisschen meine Kenntnisse in Frage stellen. Nach meinen Predictions. Und ich kann nur meinen Hut ziehen.
richtig stark gemacht. Also krank, wie die mitten in der Map auf einmal aufgedreht haben. Ganz anderes Spiel auf einmal draus gemacht. Und ich denke, jetzt geht's in Map 5. Und jetzt wird's unangenehm. Denn ich glaube, die Grafik stimmt nicht. Ich glaube, das ist überhaupt kein Invasion SMD, soweit ich weiß. Ich habe gehofft, soweit kommt's nicht, um ehrlich zu sein. Damit ich das hier nicht onstream erwähnen muss. Aber ich glaube, es ist ein High-Rise SMD. So, 250, wir tragen erstmal die Stats ein. 212 für die Jungs von Außenseiter, 250 für die Jungs von Striker Union. Ja, High-Rise SMD ist es. Grüße an die Produktion, die hier den Map-Pool vorbereitet hat. Alles gut, Accurace kann passieren. Zum Glück habe ich es mir gemerkt, dass wir hier High-Rise SMD spielen und keine Invasion. Und jetzt haut nochmal ein letztes Mal die Calls raus. Wer jetzt die fucking Series gewinnt. €50 in die Kasse, Strafe. Würde ich auch fühlen. Klären wir aber nach der Map. Geht nämlich los. Ich will jetzt von jedem hier mal im Chat eine Prediction hören. Come on, Jungs. Wen seht ihr vorne? Eigentlich hat Striker Union sich den Win jetzt hier schon verdient. Ich habe nicht dran geglaubt, um ehrlich zu sein. Hab hier Außenseiter ein bisschen vorne gesehen. Außenseiter jetzt hier auch mit der Attack. Ich bin Shiro da ein bisschen anfragen. Der Chat sehr zwiegespalten. Fan-Favorites auf jeden Fall Striker Union. Die ja eine quicke Runde macht. Ich komme gar nicht hinterher. Ist ja ein Pick, auf einmal sind alle vier dead. Habe ich anscheinend wieder zu viel gelabert. Dazu gucken. Auf jeden Fall geht die erste Runde an Striker Union. Und die Jungs haben richtig Bock. Ich habe keine Ahnung, was mitten in der Map passiert ist. Oder zumindest nach Map 1. Aber wirklich stark. Weg mit einem dicken Statement hier in der ersten Runde. Boos mit zwei Picks, Tetzer mit einem Pick, Shiro mit einem Pick. Boos schon wieder mit dem First Pick. Auf der Dreier-Streak. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen, dass jemand aus dem Window auf die andere Seite jemanden holt. Hat einen guten Shot am Start gehabt. Boos mit dem nächsten Boos, mit dem dritten kriegt er den da nicht raus. That's crazy gewesen. 2v2 Situation. Bleibt spannend. Und ich muss sagen, das Game ist fucking geil. Habe ich nicht mit gerechnet, dass das hier so ein Banger-Match wird in Division 2. Macht richtig Bock. Richtig stark. Wylo mit dem Pick. Richtig stark, wie die Jungs hier von Striker Union im Laufe der Rotation richtig aufgedreht haben. Rook jetzt hier Last Alive im 1v2. Jetzt da. Kann er noch irgendwie live sehen. Rook auch weak. Bombe down für Striker Union. Die ist einfach gerade sehr stark spielen. Letzter, der überhaupt nichts anbrennen lässt. Der ist so bombensicher runterspielen. Kann auch Rook einfach nichts machen. Jetzt stimmen ab Runde 1 schon nicht mehr, das ist crazy. Bin mal gespannt, ob mitten Ende Mai im Laufe unserer Season hier der Crossfire League irgendwie nochmal irgendwann gefixt wird. Ich gehe eher nicht davon aus, aber vielleicht dann im nächsten Call of Duty haben wir dann vielleicht einen reibungslosen Caster mit den richtigen Stats. Aber bis jetzt können wir da erstmal nichts machen. Den Außenseiter wieder mit der Attacker. Shiro da schon richtig close. SJ mit dem First Pick diesmal. Er sind hier hinterher. Ich bin gespannt, was Shiro da machen kann. Oder? Sieht da zwei Leute vor sich. Kann einen holen. Kann den zweiten leider nicht holen. Wylor. Kann aber einen 1v2 draus machen. SJ hier schon am Bomb-Planten. Wylor mit einem guten Timing. Da die Füße rausstrecken von SJ am Planten. Somit ist das hier ein 1v1. Macht Striker Union hier. Ich glaube, Rook müsste die Info haben. Kann ihn auch rausziehen. Somit
verkürzen die Jungs von den Außenseitern auf 2-1. Und wir sehen, nicht nur Division 1, der Sprachfehler am Start hier, haben brutale Matches am Start, auch die Division 2. Dann haben wir Matches bieten. Deswegen, wenn ihr Division 2 seht, haltet demnächst auf jeden Fall wieder ein. Damit ihr so ein Game hier nicht verpasst. Raka Junior mit der Attack, Shiro mit dem First Pick. Bruce zieht hinterher. Ich habe das Gefühl, die ersten 1-2 Picks fallen immer verdammt schnell. Bruce hier mit dem nächsten. Boah. Ich dachte, er kriegt den zweiten auch noch. SJ hier mit dem starken Two-Piece. Kann der Weiler noch irgendwie rausgehen. Bomb, aber down. Striker Union spielt das so stark gerade. Ich bin hier so gut auf Trades. Und jetzt steht's 3-1. Für die Jungs von Striker Union. Hab irgendwie das Gefühl, dass Hi-Rise S&D auf jeden Fall ein Pick war. Von Striker Union. Die Jungs machen das hier sehr stark. Ich glaube, Bruce, der hier gefühlt dauerhaft irgendwie einen First Pick rauszieht. Über Blue, über Top Heli. Meistens der zweite Pick dann auch folgt. Bei Außenseite ist die Attack jetzt hier auf jeden Fall verdammt wichtig. Um hier noch irgendwie im Rennen zu bleiben. Um die Striker-Jungs hier nicht sehr absetzen zu lassen. Jetzt damit im First Pick. First Pick wieder auf Seiten von Striker Union. Nächster Pick von Shiro. Ich glaube, Shiro hat Bock hier auf den Match-MVP. Reitet sich aktuell auf jeden Fall mit Tetzer so ein bisschen drum. Rook mit dem Pick. 2v2 mal wieder. Boost wieder Top-Heli. Boah. Kann da irgendwie noch im Leben bleiben. Auf jeden Fall ordentlich Kugeln geschluckt. Wie er jetzt für den Stand geht. Rook mit dem Pick. Boost jetzt Last Alive in einem 1v2. Smokedown hat, glaube ich, überhaupt gar keine Info, wo irgendjemand ist. Boah, gutes Timing da irgendwie aufs Spiel. Hat den Risha anscheinend da. Für Elevator. Checkt aber die Corner nicht. Und somit kann Außenseite die wichtige Runde holen. Ja, Ani nicht dabei. Hab eigentlich gehofft, dass wir Ani hier sehen. Wird wieder Bock auf so ein Iceplay gehabt mit dem Ninja Diffuse. War auf jeden Fall brutal lustig. Auch die Reaction von Akazui. Cooler Clip. Muss aber sagen, dass die Jungs das auch ohne Ani hier jetzt verdammt stark machen. Wir sehen Rook auf der Dreier-Streak. Ist ja am Anfang direkt mal die Nate. Kann aber überleben. Bruce wieder auf Heli. Kann er aber Lifestayen. Ich weiß nicht, ob er sich in der Timing hintet. Bruce, der ihn da irgendwie rausholen kann. Bruce schon wieder mit dem First Pick. Würde mich auch mal interessieren, wie viele First Picks jetzt Bruce hier schon auf der Map geholt hat. Und ich wüsste Stand jetzt überhaupt nicht, wer bis jetzt der MVP ist. Auf Seiten von Striker Union. Bruce, Tetzer, Shiro, natürlich auch Wylaw. Machen alle irgendwie richtig stark. Jeder hat seinen Input. Bruce, der da immer irgendwie auf PLE Lifestyle kann. Ich würde so durchdrehen. Mein Controller wird so knacken. Wenn ich ihn da dauerhaft weak schieße und er kommt da immer irgendwie weg. 2v3 Situation. SG und Rook nur noch alive. SG, der eigentlich gesehen wurde. Kann aber einen Pick ziehen. Hat anscheinend gutes Timing gehittet. 2v3 jetzt. Bruce, Rook, der ihn da oben nicht sieht. Bruce, der einen Pick ziehen kann. Echt ja mit dem Trade. Ist aber jetzt auch ausgeholt. Einfach alle MVP da. Ja, genau so. Können wir auch so machen.
Aber erstmal müssen die Jungs die Map holen. Jetzt sieht's gut aus. Ich würde aber auf jeden Fall die Außenseiter nie abschreiben. Aber wir wissen, die SMDs, die gewinnen einem die Rotations. Ja, nimmst du richtig an. Die Sets funktionieren mal wieder nicht. Ich glaube, wir haben mittlerweile herausgefunden, dass die Sets im Hardpoint manchmal funktionieren, aber in Control und SMD keine Chance, da irgendwie Informationen über den Killstand zu kriegen. Außenseiter mit der Attack. Wo ist schon wieder mit dem First Pick? Ich kann nicht mehr, der Junge macht mich fix und fertig. Crazy, was der Typ hier macht auf Top Heli. Kann aber jetzt rausgeholt werden von Spear. 3v3. Weilo hier mit gutem Timing. Kann das Spear aber nicht spotten. Jetzt vielleicht. Oh. Eigentlich gutes Timing gehittet. Wie der da noch irgendwie unverschont wegkommen kann. Jetzt versuchen die Außenseiter das ein bisschen slower zu spielen hier. Und dass hier einer von Striker Union irgendwie unnötig peakt. Jetzt auf jeden Fall nicht der Fall ist. Den Shiro da richtig eklig auf der B-Side. Ich hoffe, das ist kein Stairglitch, der Mann, der da unten liegt. Geh jetzt einfach mal nicht davon aus. Weilo auf der A-Bomb. Weilo mit dem ersten Pick, Ersi mit dem Trade. Jetzt da hinten im Heady, kann er ihn da rausholen? Wenn er ein bisschen unlucky down geht mit der Bombe. Und jetzt 1v1 Situation. Hero gegen Rook. Aber kaum Time. Kann die Bombe nicht mehr blenden. Und somit geht die Runde auch an Striker. Arnes Bären stark. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt hier von den Außenseitern großartig kritisieren soll. Vielleicht hätte er ihn da nicht unbedingt mit der Bombe chillen müssen. Das ist der einzige Punkt, den ich wollen kann. Aber ansonsten macht das hier Strike auch einfach sehr stark. Kicken nicht unnötig. Warten, bis die Zeit knapp wird. Bis Außenseite da gezwungen ist, irgendwas zu machen. Und nutzen das aus. Ja, schwierig zu callen. Ich bin überfordert damit, mir hier irgendwie einen MVP rauszusuchen. Weil wirklich Bruce hat hier wirklich, ich glaube, gefühlt jede Runde den First Pick geholt. Das ist wirklich fucking insane. Hier wieder dabei, den nächsten zu holen. Und kriegt wieder den. Jungs, das kann nicht sein, wirklich. Also, crazy. Wirklich crazy. Hol den nächsten First Pick. SJ und Rook können da gleich ziehen. Jetzt Rook, last alive im 1v2. Neuer Kill-Rekord, wir werden es niemals rausfinden. Ohne Stats. Kann vielleicht nach dem Map mal einen erzählen. Haben die Info auf Rook. Und jetzt wird es innerhalb von 25 Sekunden krank schwer für Rook hier noch irgendwas zu machen. Wie gesagt, die Jungs von Striker spielen das bombensicher. Hetzer mit dem Pick. Und somit GGs an die Jungs von Striker Esports. Die fucking Rotation hier noch holen. Ich dreh durch. Ach du Scheiße. Und keine Ahnung, überlegt doch schon mal im Chat, wen ihr hier als MVP picken wollt. Ich bin nämlich überfordert. Ich kann hier überhaupt nicht callen, wer jetzt hier von den Jungs am meisten Impact hatte. Alle hatten krassen Impact. Auch GGs an die Jungs von Außenseiter. Hatten auch wirklich starke Momente. Aber man hat einfach gemerkt, die Jungs von Striker Union sind einfach heiß gewesen. Die hatten einfach Bock. Ich glaube 6-2 war es. 6-2 oder 6-3. So rum. Jetzt einfach mal von 6-2-6 aus. Ich lese auf jeden Fall Tetz der MVP, ich lese Big Bruce. Ich lese Wylaw. Ja, ihr macht es mir auf jeden Fall einfach mit der Wahl vom MVP, indem ich ja einfach alle Namen höre. Bestätigt es so ein bisschen, dass einfach alle vier Jungs hier unnormal stark gespielt haben. Aber können wir uns ja mal im Nachhinein nochmal überlegen, die Sets ein bisschen analysieren. Gucken wir jetzt hier wirklich am meisten Kills gedroppt hat, meisten Time hat und was weiß ich. Wie gesagt, mein persönlicher MVP ist fucking Bruce, weil er mich fucking behindert gemacht hat mit seinen First Picks da auf High-Rise Essen, nie da oben auf Top Heli. Jedes Mal, wenn ich gecallt habe, dass der Typ jede Runde den First Pick holt, hat er wieder den First Pick geholt.
weiß nicht, ob der Boy nebenbei den Cast gesehen hat, bisschen verzögert. Aber crazy shit da von dem Jungen. Und ich würde sagen, haben sie sich wirklich sehr verdient. Wir gehen in die Winner Animation rein. Yeah! Wrecker Union. GG's. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Krasse Rotation. Krasses Comeback da. Auf jeden Fall gezeigt. It's never chalked. Danke, was ihr da abgerissen habt. GG's. GG's auch an die Außenseiter. Haben richtig stark angefangen. Ich dachte schon nach der ersten Map, oje, oje. Wird hier ein schneller Cast. Aber Striker Union, die mich hier ein bisschen vom Gegenteil überzeugt haben. Gucken wir uns nochmal Ligatabelle an. Bisschen Überblick haben für alle Jungs, die hier neu im Stream sind oder dazu kamen, wie Division 2 aussieht. Es ist nicht mehr lang bis zum Ende der Woche. Dann werden die Stats aktualisiert. Dann sehen wir mal, wie es aktuell hier in Division 2 aussieht. Striker Union, die sich auf jeden Fall hier schon mal einen wichtigen Sieg sichern können. Und MVP-Frage, Umfrage, auch sehr big. Die warten wir auf jeden Fall natürlich noch ab. Ups, da wollte ich jetzt nicht reinwechseln. Kann ich da auch mitmachen? Also ich sag Bruce, muss ich so sagen. Shiro und Headstar auch absolut krank in den Respawns. Was Bruce da im SND gemacht hat. Ein First Pick nach dem anderen war halt einfach die wichtigste Map. Ich gehe mit Bruce. Bin aber auch mit dir im anderen Call einverstanden. Und bin gespannt, was da rauskommt. Warten auf jeden Fall die Abstimmung nochmal ab. Bis jetzt sieht es sehr nach Wylaw aus. Auf jeden Fall Bruce. Wenn du laut den anderen Leuten kein MVP wirst, Big Bruce bist auf jeden Fall mein MVP von der Rotation. Und anscheinend hat Wylaw die Abstimmung gewonnen. GG's. Hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, da kommen in Zukunft noch mehr so Matches hier von Striker Union. Ich denke mal, die Leute haben auf jeden Fall Blut geleckt. Novita Cast heute. Ich habe keinen Plan, wie es bei den Jungs aussieht. Wann die spielen. Ob die jetzt im Anschluss direkt können. Aber wir werden uns auf jeden Fall updaten, wenn wir das Ding casten. Auf jeden Fall aktuell noch nicht 100% sicher. Und ja, ich würde mich an der Stelle auf jeden Fall erstmal verabschieden. GG's an Striker Union. GG's auch an die Außenseiter. Und damit verabschiede ich mich erstmal. Danke an alle, die dabei waren. Und haut rein.